Hallo und herzlich willkommen zu Mortal Shell. Das ist jetzt wieder ein Video, ein Sammelsachen-Video. Und es ist kein 100% Zeug, aber ich möchte euch halt ein paar Sachen zeigen, bevor dann das nächste, beziehungsweise das erste DLC rauskommt. Und will euch da einfach halt ein paar Sachen vorlesen, will euch die Skins zeigen. Manche Sachen weiß vielleicht nicht jeder. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme das auf. Und ja, ich habe jetzt auch eine neue Mikrofonspinne, also wird vielleicht meine Stimme ein bisschen anders klingen, vielleicht ein bisschen weiter weg. Ja, ich hoffe, dass trotzdem die Audio passt. Also für mich ist so halt viel angenehmer. Weil dann klebe ich nicht so am Mikro und dann kann ich nicht so oft in den roten Bereich hinein. Ich hoffe halt, dass es nicht ruckelt. Also es schaut nicht aus, als würde es ruckeln. Sehr gut. Also ich habe es mit dem Typen hier durchgespielt. Das ist mein allererstes Souls-like-Spiel, was ich durchgespielt habe. Und ich habe anhand von Guides und so halt eben auch gewisse Sachen rausgefunden, also Guides anhand von YouTube-Videos halt rausgefunden, was ich bei. Nee, nicht YouTube-Videos eigentlich. Ich habe das einfach durch die Mortal Shell Wiki-Seite rausgefunden. Und ja, und habe mir halt so die ganzen Sachen halt zusammengeschustert und so, die ich euch hier halt auch zeigen möchte. Also hier haben wir halt alle Hüllen. Das hier ist halt Eredrim. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, das ist vor Ewigkeiten her, dass ich Mortal Shell gespielt habe. Es ist halt das erste Souls-like-Spiel, was ich durchgespielt habe und es wird auch eines der wenigen bleiben, weil mir gefällt einfach das Setting von dem Game hier und das Game ist nicht ganz so schwer wie der Rest. Also Dark Souls und so packe ich ja gar nicht, da kacke ich beim ersten kleinen Miniboss ab, aber das Spiel hier ist relativ einfach für ein Souls-like und dementsprechend war es für mich sehr angenehm zum Zocken. Ja, hier haben wir Haros, den Vasallen, mit dem startet man. Hier haben wir Thiel, den Altardiener. Und hier haben wir Salomon, den Gelehrten. Und wir selber spielen. Wir wechseln mal kurz. Wir selber spielen Eredrim, der Verehrenswerte. Nicht wundern, warum da jetzt E und sowas steht. Ich habe das Spiel komplett mit dem Controller durchgespielt, aber es ist jetzt einfach halt zum Aufnehmen. Ist halt einfacher, wenn ich das halt mit der Tastatur mache. Und ja, die ganzen Händler und so, das werde ich euch nicht zeigen. Ich möchte euch ja, ich spoilere euch eh schon genug, aber ich möchte euch storymäßig nicht spoilern. Dementsprechend rede ich mit keinem der Charaktere. Außer mit einer einzigen Kreatur und die zeige ich euch dann gleich. Vorher gehen wir ins Menü. Ich werde natürlich schauen, dass ich das wieder so ein bisschen durchstrukturiere, wie ich es bei Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, was laber ich für ein Blödsinn heute? Ghost Runner gemacht habe. Und ja, ich würde einfach sagen, Kompendium. Ah, stimmt. Ich kann beim Kompendium einfach die ganzen Sachen durchlesen. Schau, wir sehen da schon, ich habe nicht alles. Überlieferungen habe ich auch nicht alle. Dementsprechend fehlt mir relativ viel. Aber ich habe mir halt gedacht, weil ich gegenstandsmäßig fast alles habe, werde ich euch einfach die Gegenstände kurz vorlesen. Was ich halt habe. Die Überlieferung kann ich euch auch vorlesen, wird euch aber jetzt nicht so viel bringen. Aber ich habe mir einfach gedacht, ich zeige euch das, was ich habe. Und zum Schluss zeige ich euch das, weswegen ich eigentlich das Video machen wollte. Ja, ich habe das Spiel nur einmal durchgespielt. Man kann ja ein neues Spiel plus machen, bla bla und dann immer so weiter. Aber. Das wollte ich halt einfach nicht. Ich wollte das Spiel einmal durchspielen. Ich habe es jetzt auch gar nicht gelöscht oder so, weil ich glaube, im Epic Store unterstützt das kein Cloud Saving und ich will dann nicht nochmal von Null anfangen. Dementsprechend habe ich mir so gedacht, okay, dann lasse ich das Spiel auf der Platte, bis das DLC rauskommt und dann werde ich mir das DLC zu Gemüte führen.
weil ich darauf ehrlich gesagt schon mega Bock habe und mega gehypt bin. So, wir lesen uns da mal kurz die Gegenstände durch oder wollen wir zuerst die Überlieferungen machen? Machen wir zuerst die Überlieferungen. Also Inschrift, Inschrift. Das Hungrigste aller Ungeborenen brennt vor Verlangen. Da hängt es schäumend vor Wut, während jene unter ihm sich im Gebet vor ihm verbeugen. Es fordert Opfer, doch sein Hunger ist unstillbar. Jene innerhalb der Mauern aus Obsidian streben nach dem Vergessen. Sie beten wirr und ohne Ziel. Sie sagen die Geburt eines Erlösers voraus und behaupten ebenso, dass er bereits geboren wurde. Sie ruht in einem Grab, die verletzlichste der Ungeborenen. Sein Schutz ist alles, was er noch darbieten kann. Eine treue Hülle, die für ihre Geburt betet und sich weigert zu rasten, egal wie ermüdend seine Wache sein mag. Der alte Gefangene sitzt zufrieden auf seinem Sitz und wartet auf den Neuankömmling. Das Ungeborene muss mit Geschenken empfangen werden, doch wird auch selbst Geschenke bringen, im Gegenzug für ungebrochene Treue. Der erste Märtyrer gab weder Blut noch Körper. Nein, er gab so viel mehr auf, um unseren Glauben zu erhalten. Er gab sein Gedächtnis, alles, was er wusste, alles, was er erblickt hatte, versiegelt in Eis. Wenn er taut, dann öffne deinen Mund und stehle dein Herz, empfange sein Geschenk, erinnere dich an das, was zuvor kam. Die erste Vision überkam mich wie ein Wachtraum. In eine große Kammer geworfen, erblickte ich eine Maid mit einer Krone aus Winterglas. Ihre Hand umschloss meine Kehle und ich zitterte. Mein Körper bebte und ich kam in meiner Gegenwart wieder zu Sinnen. Doch ich fühle ihren Griff noch wie einen eisigen Kragen um meinen Hals, der uns auf ewig verbindet. Knie nieder vor der Makellosen, platziere deine Handfläche auf der unsterblichen Doktrin. Gib deinen Stolz auf, deine Eitelkeit oder deinen Willen, wie du ihn nennst. Dies ist die erste Sünde. Lass los. Lass dich von ihrer unendlichen Weisheit unberührt und unbefleckt leiten. Dein Geist wird nicht wanken, wenn er von ihr gelenkt wird. Der Lohn für Treue ist Knechtschaft. Daher erfordert ein zweimal Geborener kein Gelöbnis. Sie kam hierher auf der Suche nach Antworten, so wie du selbst, doch du wirst hier nichts als Stille und Zorn finden. Wirf dich in den Abgrund, lass dich von der Leere vereinnahmen und erneuern. Dann wirst du wiedergeboren als ein Kind der vielen, als Schwester oder Bruder. Also Schwester soll das eigentlich heißen, aber das wird in dem Spiel halt so geschrieben. Wir erinnern uns nicht länger an unseren Namen. Wir sind viele, entleert und erneut in ein menschenähnliches Gefäß gefüllt, eine tröstliche Illusion. Deine Augen weigern sich, unsere grenzenlose Form anzuerkennen, doch weder Zeit noch Form kann uns beschränken. Mit jedem Sakrament vertiefen wir unsere Zweifel. Verweigert euch dem Trost der Überzeugung, Bruder. Verschließt eure Augen vor der Verleitung der Vernunft. Wir können unsere unergründlichen Götter nicht verstehen. Wir kennen uns ja selbst kaum. Sagt mir, welcher Narr würde glauben, er könne die Ehrwürdigen verstehen? Der Stein atmet, er lebt. Ja, sieh genau hin, der Obsidian krümmt und windet sich. Es ist kein nahtloser Stein, sondern ein Zusammenfluss von Würmern, so schwarz wie Öl, die in einer großen, sich schlängelnden Masse verbunden sind. Aha, die gehören zusammen, die zwei. J. Okay. So, dann haben wir eh nochmal die da unten. NCV. Dann haben wir da. Das brauche ich auch nicht vorlesen. Erfasst von all den Leiden, die seine Sippe verzehrten, schleppte sich Imrod, der Letzte, der unleserlich, vor das Feueropfer. Er erlebte, so wie du es eines Tages tun wirst, die geweihte, lebendige Flamme, immerwährend, immer hungrig, die ihre Form in einem Schwall aus Asche stets neu findet. Warum müssen große sterben, während Bettler und Banditen und gedeihen? Der Körper ist nicht mehr als Brennholz, das von unseren Seelen verbrannt wird. Entzünde deine Leidenschaft und streife deine Zweifel ab für Ehrgeiz und Aufopferung. Nicht länger werden die Gebrechlichen umhegt, nicht länger die Kranken beschützt, die Schwachen. Säubere das Fleisch, hinterlasse nichts als Asche. Du bist von Geburt an verdammt, dem Tode versprochen.
Dies ist die Schwäche unseres Fleisches, doch es entspricht nicht seiner Wahrheit. Das Geschenk der Unsterblichkeit kann erreicht werden, aber du musst gewillt sein, dir zu nehmen. Wenn nötig, mit Gewalt. Selbst wenn du ohne Ende leidest, es gibt kein ohne Opfer. Aber der Qual entspringt auch die Ekstase. So, das haben wir durch. Dann machen wir jetzt die Gegenstände. Da haben wir doch ein bisschen mehr. Ich habe nicht alles. Ich habe nur 74 von 79. Tut mir auch wahnsinnig leid. Ich stehe die da unten. Warte, ich habe aber noch ein paar Gegenstände, die ich hier ein paar Mal zu mir nehmen kann. Mir in Gesundheit umgewandelt. So, das können wir noch zu mir nehmen. Ah, warte, wir können die Sachen auch einfach da oben hinziehen. Das haben wir schon, das brauchen wir noch. Die Laute haben wir natürlich schon. Das fehlt noch. Das haben wir auch schon. Mit Maus und Tastatur ist das so mega komisch, muss ich sagen. Da fehlt auch noch was. Das ist der Tarschlamm. Hier haben wir auch noch was. So. Oh, was mache ich denn? Ich gescheiter. Entschuldigung, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Hey, das funktioniert mit 1 gar nicht. Ach komm, dann machen wir das halt so. So, wir nehmen das mal schnell zu uns hier. Wir wollen das ja noch voll haben für diese Vertrautheit. Die Vertrautheit ist super. Ich finde die eigentlich ganz cool, also das Prinzip von der Vertrautheit. Wir lesen uns das Ganze dann eh durch. Wir haben das jetzt ausgemaxt, sehr gut. Dann von dem hier können wir noch 1 nehmen. Das haben wir voll. Okay, ich weiß gar nicht. Reichen? Ja, die 3 Stück sollten reichen. Dann haben wir das nämlich auch. Ich kann ja so nebenbei ein bisschen quatschen. Das wird wahrscheinlich eh wieder ein längeres Video werden. Ich fand das Spiel so geil, als ich das damals schon gesehen habe. Es gibt voll viele Leute, die kennen das Spiel gar nicht. Ah, jetzt haben wir es jetzt voll. Ich hoffe. Das haben wir alles. Das haben wir jetzt auch voll. Das haben wir auch voll. Das Baguette habe ich leider nie wieder gefunden. Das haben wir jetzt auch voll. Das kann ich leider nicht voll machen. Ja, da verliere ich Leben, wenn ich wechsle. Genau, die Glocke. Passt, die haben wir auch ausgemaxt. Aber ich fand das Spiel einfach damals, als ich schon Gameplay darüber gesehen habe, ich mir so gedacht, wow, geil, ich will das unbedingt mal zocken. Und ich muss halt echt sagen, es hat mir echt gefallen. Es gab halt ein, zwei Stellen, da habe ich ein bisschen rumgestruggelt. Aber sonst... So, ihr seht es da eh schon ein bisschen, dass mein Charakter ein bisschen anders aussieht. So, das haben wir auch voll. Das haben wir auch voll, sehr gut. So. Ah ja, das ist vielleicht ganz wichtig. Wenn ihr sterben wollt, dann esst das hier. Mehr sage ich dazu nicht.
Das haben wir alles. Boah, ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich das jetzt noch einmal zu mir nehme, ob es dann voll ist. Ja, es ist voll. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann haben wir das hier. Ah, das müssen wir wahrscheinlich noch einmal zu uns nehmen. Ihr findet das jetzt wahrscheinlich komplett bescheuert, was ich hier mache. Aber ich will euch natürlich auch die ganzen Inschriften zeigen und da muss das ausgemaxt sein. So, das ist voll, sehr gut. Das ist voll. Ein Blick der Feigheit ist schon voll. Und das ist auch alles voll. Sehr gut. So, dann das Baguette. Es erinnert an die gute alte Zeit und stellt etwas Gesundheit wieder her. Ja, dann eben das drunter, das brauche ich euch eh nicht vorlesen. Da steht dann halt nur immer, wie oft man das noch einsetzen muss, um halt die ganze Info unten freizuschalten. Weil die ganze Info ist halt das da immer. Ein Baguette gewöhnlichen Ursprungs. Gebratene Ratte regeneriert 35 Gesundheit über 10 Sekunden, verbraucht Entschlossenheit. Jene, die damit vertraut sind, heilen sich um 10 mehr. Eine gebräuchliche Speise in Fallgrim, an der die Unkonfirmierten und Geistlosen nagen. Ratten sind nicht immer die gängigste Nahrungsquelle in Fallgrim gewesen. Vor der Ankunft der Ehrwürdigen war der Wald voller Wild aller Art. Gekochter Frosch erhöht das Ausdauer-Regenerationstempo für 3 Minuten, hält 5 Minuten lang an für jene, die mit dem eigenartigen Geschmack vertraut sind. Ein geschmackloser, aber nahrhaftiger Imbiss, nahrhafter Imbiss für einen erschöpften Reisenden. Die Frösche in Fallgrim singen, als stünden sie unter dem Bann eines unsichtbaren Dirigenten. Wenn sie plötzlich verstummen, wird dies als böses Omen angesehen. Obwohl sie eher unheimlich sind, schmecken sie ganz passabel, vor allem mit einer Prise Salz. Dann bronzene Glocke, erhalte für 6 Minuten einen Bonus in Höhe von 10% auf gefundenen Tar, gewährt eine Bonuschance in Höhe von 10%, dass Gegner für 6 Minuten einen zusätzlichen Einblick fallen lassen. Wird in Vesperhymnen und Ritualen verwendet, ruft ein bemitleidenswertes Gesicht ins Gedächtnis, wenn sie zu lang angesehen wird, befleckt aber in gutem Zustand. Hält man sie ans Ohr, kann man das Flüstern des alten Gefangenen hören. Goldene Glocke. Das Läuten der Glocke gewährt einen erhöhten Entschlossenheitserwerb für 3 Minuten. Jene, die mit dem Läuten der Glocke vertraut sind, können die Verbindung länger aufrechterhalten. Wird einmal jährlich geläutet, um die Ehrwürdigen zu feiern. Es wird angenommen, dass darin ein Teil ihrer Macht enthalten ist. Nur eine Person kannte das Geheimnis und das Opfer, das dargebracht wurde, um die Verbindung herzustellen. Minderwertiger Schnaps. Gewährt beim Trinken eine kleine Menge Entschlossenheit, aber auf Kosten der Gesundheit. Jene, die damit vertraut sind, verlieren weniger Gesundheit von diesem Gesöff. Alkohol, der unter den schlimmstmöglichen Bedingungen destilliert wurde, schmeckt schlimmer, als er aussieht, aber gewährt ein wenig Widerstand gegen die Schrecken des Alltags. Meisterlicher Schnaps gewährt beim Trinken eine große Menge Entschlossenheit. Jene, die damit vertraut sind, erhalten mehr Entschlossenheit. Nur die erfahrensten Räuber kennen das Geheimnis, wie man einen solch puren Trunk brennt. Die Frommen brauchen keinen Alkohol, aber die Vagabunden in Fallgrim dürstet es immer nach mehr. Jemand, der meisterlichen Schnaps verzehrt, fühlt sich, als könnte er es mit der ganzen Welt aufnehmen und ist erfüllt von Entschlossenheit. Tarspore fügt über 16 Sekunden hinweg 40 Giftschaden zu. Jene, die damit vertraut sind, sind für 120 Sekunden immun gegen Giftschaden. Ein giftiger Pilz, der oft mit einer Tarablagerung verwechselt wird. Dieser Pilz erzeugt einen merkwürdigen Anflug von Übelkeit und Delirium, was oft zu falschen Visionen führt. Er ist ein überzeugender Ersatz für Tar, aber hochgradig giftig. Aber sind das nicht alle Freuden des Lebens? Quaddelkäppchen regeneriert 30 Gesundheit über 30 Sekunden. Jene, die damit vertraut sind, heilen schneller, wenn sie diese würzigen Pilze essen. Gedeiht dort, wo Blut vergossen wurde. Diese Pilze gedeihen in der Nähe von Schlachtfeldern und bedecken die Toten unter blutroten Kränzen. Das nahrhafte Fleisch des Quaddelkäppchens verbessert die Heilung, insbesondere von kleinen Wunden und Kratzern. Simple Laute. Übung macht den Meister. Die schiere Dreistigkeit stachelt Gegner aus weiter Entfernung zu Gewalt an. Eine einfache Laute. Es gibt nur wenige Vergnügen in Fallgrim, aber die Musik einer simplen Laute kann sowohl Mensch als auch Bestie beruhigen. Manuskript der Euphorie.
Die nächste erfolgreiche Parade gewährt die Gesundheit. Jene, die mit dem Vers vertraut sind, wird mehr Gesundheit gewährt. Eine hastig notierte Hymne voller Eifer. Nur in rasender Ekstase entblößt die Seele ihre Anmut. In diesem Moment sind wir frei von Zweifeln und handeln ganz im Einklang mit dem göttlichen, makellosen Willen. Manuskript der Reue. Die nächste erfolgreiche Parade steckt den Gegner in Brand. Vertrautheit mit diesem Vers erhöht die Dauer und den Schaden von Verbrennungen. Ein Gebet der Reue. Es reicht nicht aus, Abbitte zu leisten. Reue muss den Unreinen aufgezwungen werden. Einige Sünden können nur mit der geheiligten Flamme vergeben werden. Manuskript der Verzweiflung. Nach erfolgreichem Parieren verursacht der nächste Angriff Bonusschaden. Vertrautheit mit dem Vers verstellt den Schaden noch mehr. Dieses Manuskript ist zerknüllt, als wäre es weggeworfen worden. Nehmt die Verzweiflung an, Brüder und Schwestern. Die Hoffnung ist ein Gift, das die Vernunft aufzehrt. Der Zweifel ist das Gegengift, das Falschheiten aufdeckt und uns unserer trostreichen Verblendungen entledigt. Manuskript des Eifers. Die nächste erfolgreiche Parade vergiftet den Gegner. Vertrautheit mit diesem Vers stärkt den Effekt des Giftes. Ein kaum noch lesbares Gebet mit Flecken übersieht. Möge der Wunsch nach Vergeltung deine Hand mit rechtschaffener Wut festigen. In diesem Lager voller Diebe, Mörder und Monster gibt es nur eine Antwort, nur eine Göttin, und ihr Name wird im Blut geschrieben. Manuskript des Trotzes. Die nächste erfolgreiche Parade erstattet dir Entschlossenheit. Jenen, die mit dem Vers vertraut sind, wird mehr Entschlossenheit gewährt. Ein zerfetzter Überrest einer Predigt. Mit der Gewissheit der Steine werden wir standhaft bleiben. Jeder Riss, jeder Kratzer ist kein Makel, sondern ein Zeugnis. Eine Geschichte des Trotzens, geschrieben auf unserem Fleisch. Verdorbener Nektar. Dieser faulige Schlamm reißt dich aus deiner Hülle. Jene, die mit dem verdorbenen Nektar vertraut sind, können einen einzelnen Tropfen Tar extrahieren. Verdorbener Nektar zum Verzehr nicht geeignet. Dieser unaufbereitete Nektar war Wind und Wetter ausgesetzt, wurde so ranzig und ungeeignet für heilige Riten. Vergängliches Zeichen. Der nächste Schaden, der dem gehärteten Status zugefügt wird, wird in Gesundheit umgewandelt. Jenen, die mit den Feinheiten des Zeichens vertraut sind, wird mehr Gesundheit gewährt. Ein Zeichen, das von der Verbindung zur Welt der Sterblichen zeugt. Beim Halten fühlt sich der Träger verbunden mit Fleisch und Blut, Stein und Fluss. Grenzen liegen offen da, man muss nur wissen, wo man suchen muss. Spektralzeichen. Wirst du im verhärteten Zustand getroffen, erhöht dies den Schaden deines nächsten Angriffs. Zweimal muss ich das eben noch zu mir nehmen. Ein Zeichen, das von der Verbindung zur Welt der Geister zeugt. Verziertes Zeichen. Wirst du getroffen, während du verhärtet bist, gewährt dir dies ein Buff, der den nächsten erlittenen Schaden reduziert. Bei Vertrautheit negiert der Buff den Schaden komplett. Ein verziertes Zeichen aus einem wohlhabenden Land. Darin fühlt man die Unterstützung einer großen Macht, für die ein hoher Preis gezahlt wurde. Doch ist gewiss kein Preis zu hoch für den Sieg, nicht wahr? Unbefleckte Maske. Bring dich zurück zu Schwester Genessa. Jene, die mit der Maske vertraut sind, erhalten bei Gebrauch etwas Entschlossenheit. Die Maske einer Schwester aus glattem weißem Stein. Um geweiht zu werden, muss eine Schwester ihren Namen und selbst ihr Gesicht aufgeben. Das Anlegen der Maske ermöglicht eine neue Art von Verbundenheit, eine Verbindung zu einem allumfassenderen Geist und zu allen Schwestern. Im Einklang strömen ihre Stimmen aus der Maske hervor und heißen den Träger willkommen. Himmlischer Diapason. Stellt die Fähigkeit wieder her, deine Hülle nach dem Tod zurückzugewinnen. Jenen, die mit der Abschwächung vertraut sind, wird Entschlossenheit gewährt. Eine lauter werdende Harmonie schwillt aus diesem Objekt hervor, wenn es getroffen wird. Wird in seltenen Ritualen genutzt, in denen das Stimmen von Glocken von höchster Wichtigkeit ist. So, da sind wir. Abbild von Haros. Beschwört Haros durch Astralwandlung. Die Hülle nimmt weniger Schaden, wenn der Nutzer des Abbilds damit vertraut ist. Die Figur des Vasallen, der edle Absichten zu haben schien. Das Abbild von Haros verkörpert Arroganz. Verzehrt von seiner Bestimmung stürzte er sich mit dem Kopf voran in einen verkommenen Tempel, doch keine Titel oder Auszeichnungen konnten als Ersatz für Überzeugung dienen. Abbild von Salomo. Beschwört Salomo durch Astralwandlung. Die Hülle nimmt weniger Schaden, wenn der Nutzer des Abbilds damit vertraut ist.
Eine Figur eines Gelehrten, der in seine Studien vertieft ist. Dieses Abbild reinen Intellekts funkelt vor Ehrgeiz. Salomon, einst bekannt für seine Gelehrsamkeit, sah, dass seine Suche nach Wissen nur noch mehr Fragen aufwarf. Doch solch eine Besessenheit ist nicht unähnlich einer Bestimmung. Abbild von Thiel. Beschwört Thiel durch Astralwandlung. Die Hülle nimmt weniger Schaden, wenn der Nutzer des Abbilds damit vertraut ist. Das Abbild eines Altardieners zum Gebet tief niedergebeugt. Diese Abbildung von Thiel strahlt verzweifelte Hoffnung aus. Das Versprechen seines eigenen Todes bot ein neues Gefühl der Befreiung. Er fand Trost in der Gesellschaft der Armen und Kranken. Abbild von Eredrim. Beschwört Eredrim durch Astralwandlung. Die Hülle nimmt weniger Schaden, wenn der Nutzer des Abbilds damit vertraut ist. Eine Puppe, die einer ehrwürdigen Seele ähnelt. Das ernste Gesicht von Eredrim strahlt Reue aus. Unter dem Blick erstarrter Märtyrer fand er nichts als stumme Verurteilung. Vielleicht gilt treue Knechtschaft für manche als eine Art Frieden? Verdorbenes Essen. Regeneriert? Eine kleine Menge Gesundheit aber kostet sehr viel Entschlossenheit. Jene, die mit dem Verzehr von Müll vertraut sind, brauchen weniger Entschlossenheit, um diesen volligen Gegenstand zu konsumieren. Verdorben und ungeeignet für alle außer die Verzweifeltesten. Würmer ziehen ihre Kreise durch dieses verrottete Essen. Ihre Fallenkörper winden sich vor Freude, während Verwesung aus stinkenden Poren quillt. Einige behaupten, dass es nichts Vortrefflicheres gibt als diesen ranzigen Leckerbissen. So, Waffe und Ausrüstung, das jetzt waren ja Verbrauchsgüter. Geweihtes Schwert, ein schweres Schwert mit einem Hohlraum im Inneren. Dieses schwerfällige Schwert scheint kaputt oder vielleicht unvollendet zu sein. Tief im Inneren ist so etwas wie ein Kolbenmechanismus verborgen. Schwelender Streitkolben. Asche weht aus dem schwelenden Kopf des Streitkolbens. Dieser Streitkolben trägt eine Inschrift. Das rechtschaffene Feuer darf nur von einem Jünger geführt werden, der durch Zorn und Wut geweiht wurde. Hammer und Meißel. Das einzige Werkzeug, das geeignet ist, um von der Ewigkeit zu schreiben. Nur dank dieser harmlos scheinenden Werkzeuge konnten die zweimal geborenen Geschichten und heilige Schrift in die geweihten Tafeln einritzen. Unter dem Schlag dieses Hammers wird die Realität selbst gebogen und gebrochen. Klinge des Märtyrers. Ein zweihändiges Schwert, dessen Kälte fast nicht auszuhalten ist, ein Überbleibsel aus einem längst vergangenen Reich. Der erste Märtyrer bewahrte dieses Großschwert für Ketzer auf, aber die Klinge traf auch auf viele fromme Nacken. Mit der Zeit reichte Hingabe an den Glauben allein nicht mehr. Die Bewahrer flüsterten vor neuen Sünden und neuen heimlichen Feinden in ihren Rängen. Panzerballiste. Eine sperrige Schusswaffe, die von den Räubern Panzerballiste getauft wurde. Die Neoteriker von Muraden erfanden diese Bogenballiste für strittige Gerichtsfälle. Jene, die ihre Unschuld vor dem Erzingenieur beteuerten, standen vor dessen schmaler Seite und beteten, dass der Bolzen in einem Akt göttlicher Gerechtigkeit den Kurs ändern würde. Großer Bolzen. Dieser übergroße Bolzen liegt schwer in der Hand. Es scheint, als wäre dieser Bolzen unbenutzt, weggeworfen wie Müll. Solch ein umständliches Geschoss muss in Muraden geschmiedet worden sein. Die Neoretiker hielten nicht viel von Zweckmäßigkeit. Sie bevorzugten es, Sachen zu erfinden, die den Träger herausfordern würden. So, dann wichtige Gegenstände. Werkzeuge, ein kurioses Werkzeugset. Unter den rostigen Kuppeln von Muraden tasten sogenannte Gelehrte blind nach vergessenen Mechanismen und Instrumenten. Solch neu entdecktes Werkzeug erhält so wieder ein Zweck selbst in Falgrim. Kristalline Glandula. Diese Glandula ist hart wie Stein und taut nur langsam auf. Eine kristallisierte Glandula, fast schon durchsichtig, offenbart eine leere Öffnung, die mit nichts als hellen, kaltem Licht gefüllt ist. Der glühende Kern birgt eine seltsame Faszination, die den Geist zu schwärmerischer Erinnerung verleitet. Verknotete Glandula. Eine wuchernde Masse aus vernarbtem Gewebe. Diese Glandula pocht in einem unregelmäßigen Rhythmus, so als ob zwei Herzen in diesem wirren Klumpen ineinander verflochten wären. Je länger sie gehalten wird, desto klarer wird es, dass auch im eigenen Fleisch eine Vielzahl solcher Schläge pocht. Entzündete Glandula. Ein geschwollener, muskulöser Knoten, der Hitze ausstrahlt. Dieser Klumpen Fleisch pulsiert mit warmer, feuchter Hitze, als würde er noch atmen. Die Präsenz der Glandula verzehrt die Sinne. Dein Kopf beginnt mit fieberhafter Intensität zu pochen, je länger du dies hältst. Mechanischer Stachel.
Ein Stachel, der in das geweihte Schwert eingebettet werden kann. Ein schlanker, nadelähnlicher Stachel, der mit einem fortschrittlichen Mechanismus verbunden ist. Durch Druck auf einen verborgenen Knopf springt der Stachel mit brutaler Kraft hervor. Geschmolzener Stachel. Dieser geschmolzene Stachel passt perfekt in das geweihte Schwert. In einem lange vergangenen Zeitalter nutzten die Diener von Vatra diese Stacheln in Steingeburtritualen. Der schlecht gezüchtete Nachwuchs der Göttin konnte nicht ohne deren Hilfe schlüpfen. Gießereistein. Dieser Gießereistein sollte einst einen schwelenden Streitkolben zum Strahlen bringen lassen. Bevor er umfunktioniert wurde, diente der Schrein der Asche als eine Gießerei, in der prachtvolle Waffen von den Metallurgen geschmiedet wurden. Sie suchten seltenes Erz und kostbare Juwelen und gaben sie der Essenz des Feuers preis. Erwachter Stein. Die darauf eingelassenen Linien erinnern an die Verzierungen auf dem schwelenden Streitkolben. Die Ambitionen der Metallurgen konnten nicht mit dem Schmieden gewöhnlicher Wunder gestillt werden. Sie wollten die Götter in ihren Waffen einsperren. Sie fertigten göttliche Kohlen aus den bedauernswerten Seelen, die es wagten zu behaupten, sie seien unsterblich. Versteinertes Winterglas. Diese Scherbe Winterglas passt in die Klinge des Märtyrers. Obwohl es schon lange versteinert ist, funkelt dieses Winterglas schwach im Widerschein. Diese Juwelen sind bei Märtyrern heiß begehrt, um die Toten und Sterbenden zu konservieren. Ihre gefrorenen Körper werden zu Relikten, die gemeinsam mit den Frommsten ihres Ordens gebrochen und dann geteilt werden. Strahlendes Winterglas. Dieses Juwel aus Winterglas könnte in die Klinge des Märtyrers eingefügt werden. Für jene, deren Boshaftigkeit sie einer schlichten Hinrichtung unwürdig macht, gibt es ein anderes Urteil. Diesen Sündern wird Gift verabreicht, bevor sie in einem Gefängnis aus Winterglas angekettet werden, damit ihr Tod über Jahrhunderte hin verlängert wird. Parfümiertes Räuchergefäß. Ein Weihrauchfass, das mit dem Hammer und Meißel verbunden werden kann. Der süße Geruch aus diesem Räuchergefäß täuscht über die giftigen Chemikalien darin hinweg. Die Brüder nutzen diese verbrannten Opfergaben, um ihre Sinne zu vernebeln. In ihrem wirr tanzenden Delirium sehen sie dann verzerrte Wahrheiten und aufrechte Unwahrheiten. Abschrecksäure. Eine seltene Säure, mit der man Waffen verbessern kann. Falkrim ist ein verfallendes Überbleibsel eines schwindenden Königreichs. In diesen Ruinen findet man nur wenige Waffen, die nicht schon lange schartig und verrostet sind. Doch wie durch ein Wunder kann diese Abschrecksäure sie wieder nutzbar machen. Einblick der Täuschung. Eine dünne, ölige Flüssigkeit tropft von diesem missgebildeten Einblick. Dieser Einblick ist eine aus verworrenen Empfindungen gesponnene Sehne. Die Flügel eines Neugeborenen flattern, während sich uralte Wurzeln tief unter die Erde bohren. Der Himmel dehnt sich aus, ein weites Becken aus Licht und Farben, das den Betrachter einlädt, einen tiefen, unendlichen Schluck daraus zu nehmen. Feierliches Opfer. Ein Opfer, mit dem die Mysterien des befleckten Siegels freigeschaltet werden. Das Siegel erwacht, wenn Blut die Symbole füllt, die in dessen Oberfläche geätzt sind. Das feierliche Opfer war ursprünglich dazu gedacht, den Ritus der Wiedergeburt zu beschleunigen. Vom Blut befreit konnten die Auserkorenen leichter ihre vergängliche Form abstreifen. Verbotenes Opfer. Ein verzerrtes Opfer für das befleckte Siegel. Der Ritus der Transfiguration ist noch immer verboten, aber dessen Praxis ist nicht komplett vergessen. Das Versprechen der Offenbarung hatte einen hohen Preis für jene, die einen Blick auf das Unbekannte warfen. Solche Jünger wurden zu gottverlassenen Kreaturen, die nur noch weggesperrt werden konnten. Beflecktes Siegel. Das Siegel, welches Symbol und Waffe zugleich ist, ist verrostet und schmutzig. Ein Symbol der Unendlichkeit. Dieses Siegel ist ein schwacher Schatten seiner früheren Form, aber die Ätzungen pulsieren noch immer, wenn es mit Blut bedeckt wird. So, Währung. Tar-Überrest. Gewährt bei Gebrauch eine winzige Menge Tar. Jene, die damit vertraut sind, extrahieren mehr Tar. Kann mehr als ein kleiner Überrest an Nektar. Kaum mehr als ein kleiner Überrest an Nektar. Nektar ist das Geschenk der Ehrwürdigen, ein manifestierter Teil ihrer transzendenten Natur. Dieser Überrest wurde zu Staub zermahlen. Geronnener Tar. Gewährt bei Gebrauch eine kleine Menge Tar. Jene, die damit vertraut sind, extrahieren mehr Tar. Alter Nektar, ölig und geronnen. Wenn Nektar nicht ordnungsgemäß aufbereitet wird, kommt dabei zähflüssiger Tar heraus. Dieser zähe Dreck ist für Riten und Rituale nutzlos, doch die Verzweifelten würden letztlich alles verschlingen, das einer Erlösung ähnelt. Tarbeutel, gewährt bei Gebrauch Tar, jene, die damit vertraut sind, extrahieren mehr Tar.
Nektar gehüllt in nichts als Sackleinen und Schnur. Bewahrt man Nektar in Sackleinen auf, verdirbt dieser, dass eine reine Essenz mit Dreck, menschlichen Absonderungen und Schlimmerem vermischt wird. Mit der Zeit klebt der Tar oft am Stoff, sodass die Verzweifelten den Sack zerschneiden und den Tar in öligen Streifen verzehren müssen. Tarschlamm. Gewährt bei Gebrauch reichlich Tar. Jene, die damit vertraut sind, extrahieren mehr Tar. Ein körniger Brei aus Nektar. Das Trinken von aufbereitetem Nektar bringt eine harmonische Verwandlung mit sich. Jeder Schluck bringt die Frommen in eine einvernehmlichere Verbindung mit den Ehrwürdigen. Doch dieser Schlamm ist nicht annähernd rein, sondern befleckt mit Dreck und Schmutz. Tarsalbe. Gewährt bei Gebrauch Tar im Überfluss. Jene, die damit vertraut sind, extrahieren mehr Tar. Der halbflüssige und fettige Ausfluss des Nektars. Wenn Nektar aufbereitet wird, werden die Überreste an die weniger Frommen verkauft. Diese Salbe wird oft auf schmerzende Gelenke und Wunden aufgetragen. Obwohl sie Leiden lindert, ruft sie auch neue Beschwerden hervor. Extrahierter Tar. Gewährt bei Gebrauch reichlich Tar. Jene, die damit vertraut sind, extrahieren mehr Tar. Tar, der unter hohem Aufwand aus altem Nektar extrahiert wurde. Selbst verrottender Nektar enthält noch einen Teil des Segens der Ehrwürdigen. Dieser sogenannte Tar ist heiß begehrt und bleibt nützlich, obwohl er dazu tendiert, gefährlich zu reagieren. Entstehender Tar. Gewährt bei Gebrauch zahlreich Tar. Jene, die damit vertraut sind, extrahieren mehr Tar. Entstehender Tar, der von reinem Nektar abgeschieden wird. Dieser Tar ist noch warm, als wäre gerade erst entnommen worden. Die dunkle, fleckige Farbe schimmert, durchzogen von etwas Essenz. Solch ein seltenes Geschenk ist fast so potent wie reiner Nektar, aber es enthält das Gift der geweihten Glandula, aus der es entnommen wurde. Erfahrung, Einblick der Vergeblichkeit. Gewährt bei Benutzung einen Einblick in deine Hülle, jene, die damit vertraut sind, können mehr Einblicke erhaschen. Dieser Einblick der Vergeblichkeit schimmert matt. Im dichten Nebel sieht man kaum etwas, aber wenn der Träger lang genug hinsieht, kann er das vage Bild eines Bettlers erkennen, der seine Hände bittend ausstreckt. Die Vision hinterlässt ein starkes Gefühl der Leere, doch solch ein Gefühl ist nicht immer unerwünscht. Einblick der Weisheit. Gewährt bei Benutzung einen Einblick in deine Hülle, jene, die damit vertraut sind, können mehr Einblicke erhaschen. Dieser Einblick der Weisheit windet sich sonderbar nach innen. Die Silhouette eines Baums scheint sich kurzzeitig zu offenbaren. Die Äste blühen, tragen Früchte und sind schlussendlich wieder kahl. Diese kurze Vision peitscht die Erinnerung des Trägers auf und legt verlorene Erkenntnisse frei. Einblick der Zuneigung. Gewährt bei Benutzung einen Einblick in deine Hülle, jene, die damit vertraut sind, können mehr Einblicke erhaschen. Dieser Einblick der Zuneigung pulsiert vor Verlangen. Die Formen zweier Liebender nehmen Gestalt an. Sie umarmen einander behutsam. Die Vision erfüllt den Träger mit der Hitze unvergessener Leidenschaft. In solch flüchtigen Träumereien kann man sich leicht verirren. Einblick der Hoffnung. Gewährt bei Benutzung einen Einblick in deine Hülle. Jene, die damit vertraut sind, können mehr Einblicke erhaschen. Dieser Einblick der Hoffnung glitzert fast. Das Bild einer Hebamme kommt dir in den Sinn. In ihren Armen greift ein Neugeborenes nach ihrem verschleierten Gesicht. Der Anblick erinnert den Träger an die Unbekannten, die ihm geholfen und ihn geleitet haben. Einblick des Mutes. Gewährt bei Benutzung einen Einblick in deine Hülle. Jene, die damit vertraut sind, können mehr Einblicke erhaschen. Dieser Einblick des Mutes enthält ein vages Versprechen. Ein Bild eines unschuldigen Kindes kommt dir in den Sinn. Das Kind stürmt voran, furchtlos, in die Dunkelheit. Die von dieser Essenz gewährte Vision erinnert den Träger an diesen Mut. Einblick der Wahrheit. Gewährt bei Benutzung einen Einblick in deine Hülle. Jene, die damit vertraut sind, können mehr Einblicke erhaschen. Dieser Einblick der Wahrheit leuchtet hell. Dieser Einblick umfasst Scharen. Ihre Körper sind zusammengenäht und formen ein einziges, untrennbares Wesen ohne Namen. Diese Namen und formlose Kreatur spricht in allen Sprachen. Sie verkündet den Namen des Trägers. Sie bäumt sich auf und löst sich gleichzeitig auf. Die Vision wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Einblick des Spotts. Gewährt bei Benutzung einen Einblick in deine Hülle. Jene, die damit vertraut sind, können mehr Einblicke erhaschen. Dieser Einblick des Spotts strahlt Missachtung aus. Die Vision eines Tyrannen strömt auf deinen Geist ein. Der Tyrann steigt von einem Thron hinab und schlägt mit einem Schwert auf den Nacken eines zu Boden geworfenen Gefangenen ein. Das kurze Bild ruft jede Menge Zweifel und ein Gefühl der Unwürdigkeit hervor. Einblick der Vernichtung. Verwendet, um Einblicke zu erhalten. Rauch steigt aus diesem brodelnden Einblick auf. Qualvolle Schreie gehen vom Inneren des brennenden Kerns dieses Einblicks aus. Die Gesichter der Toten nehmen in dem Schleier aus Rauch und Asche Gestalt an, der daraus hervorströmt. Mit der Zeit sehen ihre Gesichter mehr und mehr wie das des Betrachters aus.
Einblick der Belanglosigkeit, verwenden, um Einblicke zu erhalten. Ein zersplitterter Überrest eines Einblicks. Dieser spröde Einblick bildet bei der kleinsten Berührung neue Risse. Seine Oberfläche funkelt und schimmert wie ein Spiegel. Doch egal wie sehr man danach sucht, man wird nie das eigene Spiegelbild auf seiner Oberfläche finden. Einblick des Vergessens. Verwenden, um Einblicke zu erhalten. Ein düsterer, verwirrender Einblick des Vergessens. Dieser Einblick bricht ebenso leicht auseinander, wie er sich neu formt. Der Träger wird von einem Gefühl der Leere ergriffen. Seine Umgebung wird in einen dumpfen, freudlosen Ort verwandelt. Der Geist verlangsamt sich, die Glieder werden schwer und Stille sickert in jede Zelle. Corvettes Einblick der Verehrung. Verwenden, um Einblicke zu erhalten. Dieser Einblick strahlt eine sanfte Wärme aus. Beim Halten dieses Einblicks kommt man nicht umhin, Stolz in der Brust anschwellen zu spüren, während man Vision vergangener Triumphe erhält. Testus Einblick der Beharrlichkeit. Verwenden, um Einblicke zu erhalten. Dieser Einblick glänzt vor Entschlossenheit. Der Träger dieses Einblicks wird von Zielstrebigkeit erfasst. Es fühlt sich an, als würden deine Füße wie durch eine unsichtbare Kraft fest auf der Erde stehen. Einblick der Feigheit, verwenden, um Einblicke zu erhalten. Ein bösartiger Einblick voller Schatten, ein verstörender Einblick, je länger er gehalten wird, desto schwerer fühlt er sich an. Trotz der bleibenden Größe wird das Gewicht jeden Tag größer, bis es unerträglich wird. Unbegrenzte Nutzung. Befleckte Maske. Bring dich zurück zur Schwester Genessa, aber koste dich all deine Einblicke. Für jene, die damit vertraut sind, kostet es nur die Hälfte an Einblicken. Eine zersplitterte Maske, die einst deiner Schwester gehörte. Obwohl sie zerbrochen ist, bewahrt diese Maske doch eine Spur ihres ursprünglichen Zwecks. Sie summt mit leisem Geflüster, wenn sie getragen wird. Sie verlangt nach einem Opfer. Zerfetztes Gewand, beschwört das geweihte Schwert. Ein heiliger Stoff gebunden an ein vergessenes Schwert, kaum mehr als ein Wickeltuch. Diese verschmutzten Gewänder waren für Ungeborene bestimmt. Ein abscheuliches Vermächtnis, das sich in Form eines Schwertes manifestiert. Lumpen des Jüngers, beschwört den schwelenden Streitkolben. Widerwärtige Flecken bedecken diesen zerfransten Lumpen. Die Jünger der Asche erscheinen oft wie Aussätzige gehüllt in Lumpen, doch sie leiden nicht unter dieser Schande. Unter ihren Bandagen zeugen vernarbte Litaneien davon, dass die Sterblichkeit eine mühselige Pflicht ist, die nur durch das Ergeben in die Qual gelindert wird. Tuch des Märtyrers, beschwert die Klinge des Märtyrers. Ein zerrissener Überzug, der um einen zerbrochenen Griff gewunden ist. Dieses Tuch ist mit frommer Schrift geschmückt. Die Beschwörungsformel verspricht, dass die, die rein Herzen sind, die Klinge der Sühne schwingen werden. Nur die Rechtschaffenen können den armen Sünder erlösen. Bindung der Schwester beschwört Hammer und Meißel. Dieses knotige Gewand taucht wie aus dem Nichts auf und verschwindet dann wieder. Schwester und Brüder bedecken ihre Augen mit solchen Binden. Es ist gefährlich, direkt in den Abgrund der Unendlichkeit zu starren, doch hat man sich erst einmal der Bürde der Sicht entledigt, wird einem die Erlösung offenbart. Unempfindliche Laute. Die Laute ist das Leben. Es hat sicher lange gedauert, um so gut zu werden. Eine unzerbrechliche Laute. Der Erzingenieur hatte dieses Instrument in Auftrag gegeben, weil seine Saiten ständig rissen. Um ihn zufriedenzustellen, wurde das gesamte Instrument letztlich aus Obsidianit hergestellt und ist somit komplett unzerbrechlich. Gut, wir haben die Gegenstände alle durch. Jetzt möchte ich euch noch die Waffen zeigen. Dazu gehen wir natürlich da raus. Also das hier. So, ich will mich nämlich nicht schon wieder verdrücken. Ich hoffe, es macht euch nichts, dass ich alles vorlese. Also wir haben jetzt gerade das Schwert ausgerüstet. Genau, das zerfetzte Gewand. Das ist ganz normal die Standardklinge. Greift man so an, das ist halt die Dreier-Kombo. Ja, mehr als zweimal geht da nicht mit, mit dem guten Thiel, glaube ich, spielen wir gerade. So. Das ist die Dreier... Oh. Müssen kurz wieder zu Atem kommen. Ist eh ganz praktisch, dass wir zu ihm gewechselt haben. Weil dann kann ich... da haben wir halt die relativ viel Ausdauer. So... Das ist also die Klinge, linke und rechte Angriff, also linke und rechte Maustaste. Dann schwelender Streitkolben.
Das ist die Dreier-Kombo vom schwirrenden Streitkolben. Mit linker Maustaste und dann mit rechter Maustaste. 1, 2, 3. Ja, also der Attack-Speed ist halt Wahnsinn. Boah, immer das I zu finden auf der Tastatur ist ein bisschen schwierig. Wo ist denn die Maus? Da. So, das Schwert haben wir. Den schwinden Streitkolben haben wir auch. Genau, Tuch des Märtyrers. Das ist das Zweihandschwert. Das ist Linksklick. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob da eine Dreier oder... Ja, nee, ist eh eine Dreier-Kombo. Ist halt nur blöd, dass nur der erste Schwerthieb so ein Streich ist. So, mehr als drei geht da eh nicht. Aber wir können ja mal kurz... Blödsinn, was ich vorher gesagt habe. Wir spielen nicht Thiel, wir spielen gerade Salomon. Thiel müsste hier noch liegen, ja. Thiel ist nämlich der mit der meisten Ausdauer. Deswegen nehmen wir den da jetzt mal kurz. Die Zweihandwaffen brauchen nämlich weitaus mehr Ausdauer. So. Ja, das ist die linke Maustaste. Und die rechte Maustaste müsste eh... Ja, er fängt dann wieder an. Ey. Ich bin dumm. Ich finde die linke Maustaste nicht. Die linke Maustaste, die I-Taste. Weil dadurch, dass ich da jetzt eben diese Mikrofonspinne habe, kann ich gar nicht so auf die Tastatur runterschauen. Und WASD ist doch ein bisschen weiter davon entfernt. So, einen schwerenden Streitkolben Hammer. Jetzt kommt Hammer und Meißel. Das sind die schnellsten Waffen. Sieht man eh gleich. So, das ist die Kombo. Mit linker Maustaste. Rechte Maustaste ist so. Ja. Man kann das Ganze auch natürlich... Ich kann euch da ja ruhig kurz ein bisschen spoilern. Also der kommt dann auch später dazu. Und hier hat man die Waffen nochmal extra. Genau, und hier habe ich gerade ausgerüstet. Ich nehme wieder die Standardwaffe, die ist hier. So, hier hinten... Das ist, ja, dazu sage ich mal nichts. Die schon durchgespielt haben von euch, die werden eh wissen, wer da eigentlich sein sollte. Hier habe ich schon alles. Ich habe mich zuerst nur auf die Abschrecksäure konzentriert und ich habe das ganze Spiel mit der Standardklinge durchgespielt. Die Reichweite war okay, da auch, dass die schwingenden Angriffe relativ, kleine AOE-Gebiete sind, weil wenn zwei nebeneinander stehen, triffst du mit dem Hieb auch zwei. Genauso wie da mit dem zweiten Hieb. Und der dritte ist dann halt so eine Kombo. Also ist dann halt so der Finisher von einem. Und das, was man vielleicht gesehen hat unten. Wechseln wir wieder kurz auf Eredrim. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist jetzt wieder auf 0. Ihr werdet euch aber am Anfang wahrscheinlich gefragt haben, was die 0 da unten ist. Die 0 da unten, also die 100, die da unten stand, ist halt der Zähler, dass ich mehr Schaden mache. Mit jedem Gegner, den ich töte. Und das geht halt bis 100 hoch. Ich habe mit Eredrim... warte mal. Nee. You're not ready. Entschuldigung. Das war jetzt dumm von mir. Ich wollte euch ja eigentlich keine Gespräche zeigen. Audio ist natürlich auf Englisch, nur mit deutschem Untertitel. Ja, von ihm zum Beispiel, da habe ich gar nichts. Du wirst halt, wenn du mit einem Charakter, du entscheidest dich ja für einen,
wirst du halt dann sowas gefragt, neue Erinnerungen zu schaffen, dann kannst du mit ihr handeln, dann kannst du Kram kaufen und sowas. Da zum Beispiel die verzierte Maske, da habe ich halt, oh, ich habe 74 Einblicke. Könnte ich mir theoretisch, oh, wartet, oh nee, das ist jetzt aber richtig blöd. Die muss man noch 4-mal einsetzen. Eine obszöne und geschmacklose Nachahmung der Maske einer Schwester. Noch 2-mal einsetzen. Ja, lassen wir jetzt aber. Wir lassen das so, wie es ist. Ich habe sowieso nicht alles. Um das geht es mir auch einfach gar nicht. Ich möchte euch einfach nur... Ich werde auch jetzt hier... keine Gegner oder sonst was zeigen. Ich wollte euch einfach alles vorlesen, was ich konnte, weil ich lese gerne. Euch ist es vielleicht schon aufgefallen, ich lese gerne vor. Aber ich glaube, ich werde irgendwann relativ monoton. Ich weiß nicht, ob man sich das lange geben kann, meine Stimme. Aber ich lese sehr gerne. Und jetzt, wo ich eigentlich kaum mehr Bücher lese, lese ich dafür relativ viel hier in Spielen. Also wenn ich Skyrim spielen würde und wenn ich es durchgespielt hätte, dann würde ich es auch auf jeden Fall, wenn ich es spielen würde, würde ich auf jeden Fall, schau, jetzt haben wir da 5 stehen oben, würde ich auf jeden Fall die ganzen Bücher alle vorlesen. So, was wir jetzt aber machen, oh nein, ich bin ja blöd. Haben wir noch genug Ratten? Müssen wir kurz schauen, ob wir genug Ratten haben. Ich glaube, wir haben nicht genug. Wir haben nur 2 Ratten. Gut. Ich glaube, wir brauchen 5. Wir nehmen aber zur Sicherheit 15 mit. Ich erkläre euch dann noch, warum. Verdorbenen Tar haben wir, glaube ich, auch noch da, wenn ich mich nicht irre. Ich bin ganz gescheit. Warum laufe ich so dumm? Ich hätte auch einfach außen rumlaufen können. Boah, das Video geht auch schon wieder 52 Minuten. Ich quatsch einfach, das ist unfassbar. So, da lassen wir mit dem Händler handeln. Jo, ich habe da schon alles... Ich habe alles gekauft, was ging. So, wir schauen, dass wir auf 15 kommen. Ah ja, und ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich da so viel habe. Das liegt halt daran, weil ich es immer geschafft habe, mein Zeug wieder einzusammeln, wenn ich verreckt bin. Und dementsprechend, ja. Dementsprechend habe ich halt so viel und ich brauche halt nichts mehr, weil ich eh nur ihn spiele. Die anderen sind zwar auch geil, aber ich will halt das meiste Leben haben. Ich bin halt so ein Tank-Spieler. Bin ich in jedem Game. Immer, überall. So, wir haben jetzt 15 Ratten. Das müsste jetzt eigentlich passen. Das hier, das, wenn der Balken, genau, wenn er wieder fertig ist, dann kann man da wieder einsammeln. Dann könnte man theoretisch, wenn man sich da stundenlang hinstellt und das immer einsammelt, läuft man dann halt mit keine Ahnung wie vielen rum. Diesen Pilzen. Pilze sind aber echt praktisch. Die sind super. So, wir müssen... Wo müssen wir denn nochmal hin? Ich weiß ja exakt gar nicht mehr. Ich glaube, das war hier. Wir laufen da mal außen rum, weil wir wollen ja nicht unbedingt... Ja, ja, hier sind wir richtig. So, ich wäre jetzt fast in die Falle reingelaufen. So. Ist so komisch, mit Maus und Tastatur zu spielen. Kommst du eh nicht zu mir? Der kommt zu mir. Ja, die Gegner gehen nämlich nicht von selber weg.
So, die sind tot. Der hier, ich hoffe, der hinten bleibt hier stehen. Jo, er winkt mir zu, er ist ein ganz netter. Also, das hier. Ich zeige euch mal das Wichtigste, weil den Rest kann ich auch übers Menü zeigen. Wo ist ein verdorbener Tar? Ah, Tar, was rede ich? Nektar. Nektar und Tar ist eigentlich eh das gleiche. Also der Nektar ist Tar sozusagen. So, wir essen das jetzt mal. Ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Zack, perfekt. So, ihr seht das da jetzt. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner, weil ich bin One-Shot. Das ist ein Skin. Jetzt kommen wir halt zu dem Wichtigsten, weswegen ich eigentlich das Video machen wollte. Das ist ein Skin. Den Skin kriegt man, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit 10. Weil 1 bis 5, glaube ich, ist, da kriegst du Skin 1. Und 6 bis 10... Nee, hoppala, Blödsinn, bei den Ratten. 1 bis 9 ist, Skin 1. 5 bis 9, Entschuldigung. 5 bis 9 ist Skin 1. Und 10 bis unendlich ist Skin 2. Grob gesagt. Es gibt auf der Wiki-Seite steht ganz genau, was du mit was und wie viel freischalten kannst als Skins. Nur die Skins von ihm hier. Ich höre da was. Nur die Skins hier von unserer. Das ist ja keine Hülle, das ist ja unser Fleisch sozusagen. Damit sind wir dann richtig tot. Das sind ja nur die Hüllen. Ja, ich wollte euch den zeigen, weil der wird im Menü. Wenn ich da ins Menü gehe, kann ich euch den nicht zeigen. Ich kann den euch da zeigen, aber da muss ich halt natürlich tot sein, weil sonst sieht man halt da meine Hülle. Und da kann ich nur die Hüllen. Da kann ich euch nur die Hüllen zeigen. Das bringt halt nichts. Also das ist der goldene Skin von ihm. Gore füttern. So. So. Und jetzt. Warte. Jetzt muss ich Laute spielen. Warte, ich muss die Laute da oben noch hinpacken. Wo ist denn die vernünftige Laute hier? So, zack. Ah, ich weiß ja wieder nicht, wie man die spielt, ich gescheiter. Weil ich nicht weiß, welche Taste das hier ist. So. Ja, ist halt blöd, dass da jetzt die Hülle steht, aber ist ja auch egal. Zack. Schau, jetzt kotzt die mich voll und jetzt bin ich rot. Das sind die zwei Skins. Ja, das war's eigentlich schon. Also ich möchte jetzt wieder den anderen Skin haben. Das ist halt der Trick. Füttert die fünfmal für den einen Skin. Und du kannst halt bei dem, bei Gore Frog, kannst du... Das verstehe ich nicht. Warum funktioniert das nicht? Ich drücke 1. So ein Schmutz. So, wir spielen die Laute. Ich hoffe, das funktioniert jetzt noch. Ja. Und so habe ich mir halt die ganzen Skins alle freigeschalten. Ist halt super einfach. Man muss halt nur wissen, wie. Und mit den Ratten geht es halt am schnellsten, weil 100 Tar hast du relativ schnell beisammen. Und ja, und mit 5 Ratten kriegst du immer den einen Skin und mit 10 Ratten den anderen Skin. Und dazwischen spielst du dann immer Musik und fertig. So,
Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal kurz zurück. Ah, warte. Meine Hülle. Ich bin richtig clever heute. Es ist aber auch wahnsinnig spät. So, jetzt sind wir wieder Iridrim. So. Gehen wieder außen rum. Es ist im Grunde eh wurscht, weil die Gegner eh für mich persönlich alle schon so leicht sind. Ich habe die zig Male gemacht, weil ich ja natürlich nicht ohne Grund 39.000 Tar habe. Es gibt Leute, die haben viel mehr. Ich will damit jetzt auch nicht angeben. Aber das hier ist kein Complete Run oder sowas. Dafür bin ich halt dann doch wieder viel zu schlecht. Ja, und jetzt möchte ich euch die restlichen Skins zeigen. Von den Hüllen. So, wir fangen mal mit Haros an. Warum? Ich wähle den doch aus. Warum? Komisch mit Maus und Tastatur. Kein Skin, das sieht er so aus. Kultist der Sonne sieht er so aus. Und Träger der Bürden sieht er so aus. Ist relativ, ja, simpel, würde ich mal sagen. Vielleicht kommen mit dem nächsten DLC auch noch neue Farbtöne hinzu. Das wäre natürlich super geil. So. Dann Salomon der Gelehrte. Da haben wir keinen Farbton, dann sieht er so aus, wir würden gleich heulen. Dann der Graf, da sieht er so aus. So. Ein Graf sieht er so aus, halt sehr rot und blutverschmiert. Und quält, oder wie man das ausspricht, sieht er so aus. Das finde ich persönlich am geilsten mit diesem Weiß-Schwarz hier. Richtig cool. So, habe ich jetzt eh bei ihm hier alle Farbtöne gezeigt? Ja, passt. So, dann von Iridrim finde ich den sehr cool. Schwarz-Gelb, ich mag die Farbkombi. Keinen sieht er so aus, relativ langweilig. Güldener König, das ist eben der, mit dem ich immer rumlaufe. Und Geweihter Schlechter ist halt so rot-weiß-schwarz. Finde ich, ist die Farbkombi sehr komisch. Muss man halt mögen. Aber ich finde trotzdem die Farbkombis eigentlich sehr cool gemacht. So, keiner sieht er so aus. Slytherin sieht er so aus. Slytherin ist, glaube ich, sehr angelehnt an Harry Potter. Mit dem Grün hier dann noch. Kann ich den drehen? Nee. Und dann verführerische Schlange ist so rot. Ja, finde ich auch alle ganz nett. Ja. Ja, das war es eigentlich mit dem Video. Schon, unter Anführungszeichen. Ich hoffe, ich war nicht zu laut. Also ich sehe, dass da meine Audio eigentlich ganz gut läuft. Ja, weil sonst muss ich halt nächstes Mal dann noch ein bisschen die Ding runterstellen. Ich habe jetzt nämlich, weil ich ja weiter vom Mikro weg bin, habe ich jetzt die Audio lauter gemacht. Also die Aufnahmelautstärke vom Mikro. Und damit man mich auch besser versteht, damit ich nicht so leise bin. Und ja, muss ich mal schauen, wie das dann nach der Aufnahme passt. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Das war ein kurzer Einblick in ein kurzer, unter Anführungszeichen, Einblick in Mortal Shell. Sehr geiles Game. Let's Playen wollte ich es nicht, weil ich nicht wusste, ob ich das Spiel abbrechen werde oder nicht. Deswegen sind so Souls-like-Spiele bei mir immer ein bisschen schwierig mit aufnehmen, weil ich will Sachen schon abschließen. Zumindest abschließen, soweit es mir möglich ist. Und bei Souls-like-Spielen schaffe ich das meiste eh nicht, weil ich zu schlecht bin. Deswegen spiele ich Souls-like-Spiele für mich und mache dann lieber so ein Video drüber. Das hier ist jetzt leider kein Video, wo ich euch alles zeigen kann. Aber ich kann euch ein paar Sachen zeigen, die vielleicht nicht jeder weiß. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Es ist jetzt gerade 0.30 Uhr. Ich nehme wieder zum perfekten Zeitpunkt auf. Wobei,
Das Spiel, Herr Mortal Shell, das musst du in der Nacht spielen. Es gibt Gebiete, die sind so finster, da siehst du einfach nichts untertags. Wenn du dann auch noch einen Bildschirm hast, der nicht entspiegelt, bist verloren. Du siehst nichts, gar nichts. Ich hatte selbst in der Nacht teilweise Probleme, also und ich habe halt kein Schlafzimmerlicht an. Deswegen, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schlaft schön und träumt schön. Habt einen schönen Tag, wenn ihr euch das Video in der Früh oder beim Frühstück oder keine Ahnung wann ansieht. Passt auf euch auf und schlaft gut und träumt schön. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und ja, habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich weiß nicht warum, aber ich laber in der Nacht ziemlich gerne. Deswegen ist irgendwie bei mir am sinnvollsten, wenn ich in der Nacht aufnehme. Und solche Videos, da rede ich halt viel mehr als bei Let's Plays. Weil ich einfach bei Let's Plays diesen Redefluss noch nicht habe. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Nächsten Video wieder. So. Ciao, ciao.